Diese hier, Be Perfect Karneval, XL Pro Palette. Stacy Marie hat, wie viele Eyeshadows? 40 und drei Highlighter. Steht da auch irgendwo 40? 62 Gramm ist eine ordentliche Nummer. Das Schatz sieht wirklich toll aus. Es ist wirklich groß. Also im Gegensatz zu der ersten Karneval Edition. Also, ne? Es ist schon nochmal eine Nummer größer. Wie ihr seht, es macht schon einiges aus. Die größte Palette in meiner Sammlung ist Mit allerdings James Charles. Ich meine, ich brauche jetzt erstmal keine bunte Palette, ja? Also, ich hoffe, ihr erkennt es. Ich sehe nämlich nicht, ob ihr seht. Ein bisschen Struggle. Ich mache dieses Video für die Leute, die natürlich gerne auf meinem Kanal sind, ne? Es angucken. Ich liebe es, mich zu betteln, sage ich mal, mir selber. Mich hat total dieses Ecstasy angesprochen. Keine Ahnung, aber schreit meinen Namen. Das ist dieses Neongrün. Ich wollte das schon letztes Mal so Neongrün halten. Hat nicht funktioniert. Ich würde auch sagen, dass ich einmal das Ecstasy, die Reihe ausprobiere, also komplett von oben bis unten. Und dann interessiert mich auch, es interessiert mich alles. Also diese zwei probiere ich jetzt mal aus. Ich habe meine Base schon so weit vorbereitet. Ich brauche eigentlich nur noch Puder. Und das ordentlich wahrscheinlich. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es einfach. Maya, du brauchst nichts aufsammeln. Ich brauche ordentlich Puder. Mir geht es jetzt hier auch nicht um ein flawless Finish in meinem Gesicht. Mir geht es darum, dass die Palette nicht so krümelt. Und also, weil ich meine Foundation einfach gerne vorher mache. Möchte ich auch matt sein, weil ich finde es einfach besser für mich. Ich kann mich besser konzentrieren auf die Looks. So, das hätten wir geschafft. Dann fangen wir auch an. Ich möchte unbedingt dieses grüne Augen-Make-up machen. Wir fangen an mit dem Ecstasy. Ich habe meine Basis nicht gesettet. Wie ihr seht, sie ist noch relativ klebrig. Ordentlich Produkt auf dem Pinsel und probiere es einfach. Dieses Grün, ich bin fast ausgeflippt, als ich es gesehen habe. Das ist auch das, dieses Pop of Color. Es ist dieser Kaufgrund Nummer 1. Hier habe ich übrigens auch einen Morphe-Pinsel. Von denen wird fast nichts mehr gesprochen. Aus der Elite Collection, die sind echt toll. Ich gehe nochmal rein. Ich finde es einfach toll. Ich feiere es. So. Kleineren Blenderpinsel, aber so flach. Und gehe in das Blau. Nicht rein. Ich gehe in das Grün. Wobei die Reihe auch schön ist, ne? Man hätte auch einen matten Look kreieren können. Mal gucken, wo es uns hinführt. Aber ich benutze jetzt erstmal diese oberste Reihe. So kann man es auch sich einfach, ne? Wie schön bist du, bitte. Okay, diese Palette ist natürlich nichts für den Alltag. Also außer man tobt sich wirklich im Alltag aus. Aber ich würde sagen, die schnellen Looks sind halt einfach die Looks, die nicht neongrün sind und auch nach Ecstasy aussehen. Aber wunderschön. Halleluja. Wie schön du bist. Und ich bei so matten Geschichten ist Tupfen eigentlich echt alles. Wenn man so rumwischt, dann wird das eh nie was. Wie geil einfach diese Palette ist. Schaut euch die mal an. Es ist ein Farbkasten für mich. Ich habe schon immer gerne viele Farben gehabt, auch als Kind, wo ich gemalert habe. Ja. Und jetzt einfach diese. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Euphorie. Ja, Maja. Vorbereitung ist alles im Leben. Bei mir irgendwie nicht so richtig. Ich benutze einen Concealer, der relativ deckend ist, und zwar der von BH Cosmetics. Den habe ich heute mal ausprobiert. Aha. Und den. Hä?
Ach so, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Muss keiner verstehen. In den. Ja, okay. Ich finde das ja so wunderschön, dieses Grün, ne? Schade, dass ich es nirgendwo so richtig tragen würde. Nö, das verblende ich jetzt einfach. Also das tupfe ich einfach weg. Versuche einfach das Grün einzuarbeiten. Denn ich bin so aufgeregt. Es macht so Spaß, es auszutesten, zu kreieren und keine Ahnung was. Oh, das macht wahnsinnig Spaß. Ich gehe hier in dieses ja, was ist denn das hier? So ein Mintblau. Natürlich ist es jetzt nichts Kreatives, weil die Farben einfach schon gegeben sind. Aber ich wollte es halt einfach austesten. Leute, lasst mich mal bitte testen. Ich habe so Bock drauf. Ich habe einige, das kam heute Mittag an. Aber leider hat mein Sohn da geschlafen und ich konnte auch kein Video zu machen. Ich hatte auch gar keinen Bock. Also, was heißt kein Bock? Ich hatte halt einfach anderes zu tun, wie gleich ein Video zu drehen. Ich, ja, finde es einfach wunderschön. Ich würde gerne einen schimmernden noch mit einbinden. Und das ist so ein Highlighter. Relativ gelb-gold. Okay, und dann gehe ich in dieses helle Türkis rein. Und ziehe mir das so ein bisschen in den Innenwinkel. Und gehe in das Dunkelblau, dann hätten wir schon alle Farben benutzt. Macht so Spaß, dieses Verblenden. Ich könnte stundenlang da sitzen und rumblenden und austesten und kreieren und keine Ahnung. Das ist meine Ecke, die gerne mal mit Blau einfach nicht klarkommt. Also ihr seht, das ist ein bisschen schwierig. Also ich muss schon sagen, die matten Geschichten sind einfach nur was zum Tupfen. Also wenn man es einmal verblendet hat, sollte man da nicht lange drin herummachen. Ich gehe nochmal in das Mintfarbene und trage mir das als Übergang einfach hier so auf. So, gucken wir mal, wie gut ich das jetzt wegbekomme. Gar nicht. Wunderschön, oder? Klar, man hätte das auch etwas. Nee. So nicht, ne? Der denkt sich, nee. Ah. Ich bleib da jetzt einfach mal haften und zerstöre dein Leben. So, wir können weitermachen. Ich habe mir einfach das ganze Zeug da weggemacht. Mal gucken. Wie anstrengend sowas ja sein kann, ne? Ab. Dies, jenes, also Morphe-Pinsel, kleiner Verblendungspinsel und drauftupfen, was das Zeug hält, und einfach drauf lassen. Okay, das hätten wir schon. Ich würde mit dem Pinsel hier, mit so einem in das Ecstasy nochmal reingehen und würde das hier unten einfach mal versuchen zu verblenden. Sag mir auf jeden Fall zu. Dann würde ich denselben Pinsel nehmen, wo ich Ecstasy benutzt habe. Den natürlich sauber machen, damit wir einfach diese Übergangsfarbe schaffen können. Ich muss auch gleich meinen Sohn mal ins Bett bringen. Hoffentlich erschreckt er sich nicht, wenn ich aussehe wie ein Alien. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich nehme einfach ein Kosmetiktuch und trage mir
das, was ich eigentlich nie mache, weil es mir einfach, aber bei Blau und Grün funktioniert es einfach nicht. Da ist Rot echt nicht so hartnäckig. Weil das, auf einmal sind die Pigmente im Haar und man hat blaues Haar. Halleluja. Also, mein Pinsel ist rein. Ich habe ja gesagt, ich würde gerne diese dunkle rote Geschichte ausprobieren. Auch, weil, wisst ihr auch, das Smoky Eyes, ja, kann man damit schminken. Man kann einfach schöne Nude-Töne benutzen. Man kann einfach einmal Farbe ins Spiel bringen. Oder man kann etwas krasseres benutzen. Ich werde jetzt hier einfach mal als Übergangston den hier benutzen. Aus dieser, ja, so Bordeaux-Reihe, könnte man sagen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit Blau und Grün. Also diese Farben waren nie einfach, das wusste ich schon von Anfang an. Aber dass sie mir immer so einen Strich durch meine Rechnung machen, das hätte ich auch nicht erwartet. Aber das Ergebnis, was es dann endlich mal irgendwann mal erzielt, ist einfach bombenmäßig. Pillow Talk. Pillow Talk kenne ich. Pillow Talk ist doch Ding von Charlie Tilbury. Ein Blush, oder? Naja, was man alles so in seinem Kopf hat, in seine YouTube-Birne. Unmöglich. So. Ich wollte es einfach abdrehen, weil dann kann ich es einfach schneiden. Ich benutze diesen wunderschönen dunklen violetten. Ja, das ist so ein Aubergine. Ich finde, das passt optimal zu grünen Augen. Jetzt noch grüne Kontaktlinsen. Ihr wisst, hier habe ich so eine trockene Stelle. Ich versuche sie gerade mit Augencreme eigentlich in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das muss erstmal irgendwas rauswachsen oder so. Das ist richtige Kruste. Das ist ganz schön nervig. So. Hätten wir das den unteren Wimpernkranz. Ich finde einfach Rot einfacher. Keine Ahnung, ich dachte immer, Rot wäre ein Problem. Nee. Nö, ist es nicht. Es ist eher hier... noch ein bisschen dunkler. Und dann wieder ein Morphe-Pinsel, wieder ein echter. Und dann... wieder ein kreisenden. Also immer so kleine... entweder mache ich so Tupferbewegungen, um das Pigment wirklich aufzutragen. Aber bei Rottönen mache ich mir eigentlich weniger Gedanken. Es sind tatsächlich blau und grüne Töne. Grün auch nicht so. Ich glaube, der Querschläger ist einfach blau und dieses Ecstasy, ne? Das ist einfach exzellent. Hier hätte ich noch ein bisschen gerne so ein Neon-Orange oder sowas. Ich weiß es nicht. Ah, das könnte man mal benutzen. Das können wir noch dazu packen. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll, einfach mal so einen außergewöhnlichen Look zu schminken. Wisst ihr, ich bin ja auch nur so eine Testtante. Natürlich laufe ich nicht jeden Tag so rum, aber es kommt durchaus vor, dass ich Looks benutze oder rumlaufe, natürlich mit meinen Looks, die ich auch kreiert habe. Ich wurde tatsächlich neulich auf dem Spielplatz gefragt, ob ich denn nie ungeschminkt rumlaufe. Doch. Aber halt, wieso sollte ich, wenn es mir Spaß macht? Wisst ihr, was ich meine? Wieso sollte ich dann ungeschminkt rumlaufen, wenn eigentlich Schminken doch mein... Heute lief ich den ganzen Tag ungeschminkt, weil ich mich heute Morgen schon mit euch fertig gemacht habe, einen Look kreiert habe und... so trockenen... Halleluja. Die Foundation, hol da die Waldfee. Ja. Also, ich habe jetzt einfach Bock, nochmal in diesen neon-orangenen Ton reinzudetschen und einfach dort ein bisschen Farbe reinzugeben. Da benutze ich so einen komischen Pinsel hier. Gucken, wie das ist. Hammer. Und möchte den als... als Eyekette da rein.
Weiß ich nicht. Ich habe es mir orangener vorgestellt. Ist nicht so. Eigentlich habe ich schon echt schöne Paletten. Naja, habe es mir anders da und besser irgendwie vorgestellt. Frag mich nicht, was mich jetzt auf einmal so stört. Naja, geht eigentlich, ne? Und dann hätten wir diese. Dann fehlt der hier noch. Wobei der eigentlich sich nicht, wahrscheinlich nicht viel unterscheiden wird. Vielleicht ein bisschen pinker. So, dann gehe ich nochmal in das Dunkle rein und versuche nochmal ein bisschen dunkler halt zu werden, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine, dass ich so ein bisschen, ja, dunkler halt werde. Keine Ahnung, dunkler halt. Dann möchte ich diese wunderschöne Farbe hier. Das ist ein faszinierender Schimmerton. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass der krümelt. Mein ganzer Arm ist wahrscheinlich voll gleich. Deswegen sprühe ich ihn mal direkt an. Und ich musste aus der Reihe tanzen, ne? Ich konnte das nicht so lassen. Burgunditon, wie schön ist bitte dieses Auge? Ich würde sie trotzdem nicht als Kaufempfehlung aussprechen. Also die Farben sind gut, ja. Aber was will man mit so vielen bunten? Klar, wenn man so verrückt ist, dann ja. Aber was will man für den Alltag, wenn man eine Palette ausprobiert, kann ich euch die von BH Cosmetics für 9 Euro anbieten. Die könnte ich euch als Kaufempfehlung wirklich geben. Da hatte ich keinerlei Probleme. Jedenfalls könnte ich mich nicht dran erinnern. Hier ist es mir einfach zu einheitlich im Moment. Und ich würde tatsächlich nochmal meinen Pinsel etwas säubern. Einfach, dass diese ganzen großen Pigmente einfach futsch sind. Und dann nochmal so ein bisschen. Ist klar, ne? Und dann möchte ich in diesen schimmernden Ton gehen. Das ist ein Weiß mit pinkem Shift. Das habe ich jetzt schon des Öfteren gesehen. Das haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, muss ich sagen. So ein Ton, den habe ich auch in der Nabla gehabt, glaube ich, und dort gehabt. Also wirklich, den gibt es des Öfteren. Ich finde diese Töne sehr, sehr schwierig, weil sie oftmals bröckeln. Ja, das, so einen hatte ich auch bei Nabla. Das hat so ein bisschen gebröckelt. Der geht jetzt. Trage ich auch ein bisschen vorsichtiger auf. Aber ja, im Endeffekt habe ich diese Falte. Da kann ich eigentlich nichts vorsichtig auftragen. Das ist natürlich etwas, was mit Kunst und Kreativität zu tun hat. Ich liebe es. Ich liebe es, kreativ zu sein. Ich mag es, mich auszutoben. Deswegen mag ich wahrscheinlich die Schminke. Also anderen Grund, keine Ahnung, hat es eigentlich nicht. Hier kann man auch das einfach wegmachen, ohne dass es sich so reinfrisst. Da nicht. Okay, ich würde sagen, ich klebe mir gleich falsche Wimpern auf, mache meinen Rest des Make-ups und dann sehen wir uns wieder zum Fazit. Ich habe jetzt Wawawum-Wimpern dran. Naja, ich bin nicht so begeistert von denen, weil sie relativ gerade runterhängen. Wisst ihr, sie haben nicht diesen Schwung. Ich müsste wahrscheinlich ständig meine Augen so aufreißen. Dafür kann ich euch Luft zufächern. Wärt ihr in meine Nähe, das sind diese hier gewesen. Keine Ahnung. Bin ich nicht so begeistert von. Aber ich finde, es passt schon irgendwie so over-traumatic. Natürlich habe ich mein Gesicht fertig gemacht. Ich muss sagen, es sind zwei bezaubernde Looks, mit denen ich tatsächlich was anfangen kann. Die Palette ist wirklich gut. Hier hatte ich ein bisschen Struggle, aber man kann es, wenn man will, ausbessern. Halleluja, ne? Ich habe es geschafft, endlich mal grün und blau zu kombinieren. Habe natürlich vergessen, mein Fazit zu ziehen. Natürlich empfehle ich die Palette, wenn man sowas in der Sammlung braucht. Wenn man das Gefühl hat, ja, ich kann mich damit austoben, so wie ich. Aber ich verwende es ja nicht anderweitig, sage ich mal. Ab und zu mal vielleicht unten am Wimpernkranz, ab und zu mal etwas krasser.
Aber dass ich jetzt immer rumlaufe wie ein Papagei im Alltag, eher seltenst, aber doch schon eher bunter als manch andere Nude-Tanten, sage ich mal. Von der Qualität her, ja, sie ist zum Empfehlen. Für den Alltag eher nicht zu gebrauchen, denn hier sind nicht so viele Gebrauchsgegenstände, sage ich mal, an Farben, die den Alltag unbedingt, ja, schaut mal. Also diese zwei Reihen waren echt wundervoll. Auch das Rosé im Innenwinkel. Ich habe meine Wimpern jetzt schon abgenommen, weil ich es einfach scheiße fand mit denen. Die waren mir viel zu gerade. Verkackten dann meine Looks. Ecstasy's absoluten Favorit. Dieses Grün, dieses Grasgrün. Es strahlt einfach Freude aus. Es ist unglaublich. Sie sind pudrig, aber sie sind ähnlich wie James Charles. James Charles Palette ist aber etwas günstiger. Ich glaube aber weniger Farben drin. Es ist ein Tuschkasten für die Augen. Absolute große Liebe. Ich liebe jeden einzelnen schon. Am liebsten würde ich sofort mir schon wieder alles abschminken und Neues draufballern, weil es wunderschön ist. Hammer. Ich muss sagen, die Qualität ist wirklich Hammer. Man muss so ein bisschen rausfinden, wie man sie händigt, aber sonst, ich meine, immer am besten die Base danach. Hier ging es jetzt, aber trotzdem auch ein bisschen Fallout. Und aber sonst an sich. Ja. Ich kann mich nicht beschweren. Ich kann nicht richtig reden und ich kann mich auch nicht beschweren. Also ich finde es toll und ich finde es toll, so einen Duschkasten zu Hause zu haben. Ich hoffe, ich werde ganz, ganz viele Looks mit euch kreieren. Ich hoffe, es holen sich ein paar und kreieren auch mal so einen Look, den ich dann kreieren kann. Darauf bin ich super gespannt, weil ich jetzt sozusagen ein bisschen mehr Ideen habe, weil ich habe so, so tolle Looks gesehen und da ist wirklich so ein dunkles Grün dabei und wirklich so blau und ach, das macht mich irgendwie total an. Und ich finde sie gut durchdacht, sie ist nach Farben sortiert ein bisschen, nicht so wirrwarr durcheinander, sondern man kann Reihe zu Reihe gehen. Das ist auch ein richtig tolles Lila hier und dieses Orange. Ich finde eh, diese knalligen Farben machen mich einfach in letzter Zeit an. Für den Anfang kann ich euch aber trotzdem immer noch die ist handlich, also handlicher, die ist zwar cool, ja. Ja, sie ist mega cool. Ich feiere sie, egal, ich feiere sie trotzdem. Großen Spiegel, ja. Auch das, ne, das werdet ihr demnächst hier sehen. Ah, Halleluja! Wunderschön. Also. Von mir, ja, sie funktioniert, sie ist toll. Überlegt es euch gut, ist es euch das Geld wert, so eine große Palette zu haben? Mir war es schon wert. Guckt auch nach Codes, da gibt es immer mal wieder Codes. Bei Purish habe ich sie bestellt. Und ja, sie ist ein tolles Stück, was man kreativ damit umgehen kann. Sagen wir es mal so. Ganz, ganz toll, ich freue mich. Ich freue mich. Dass ich sie hab und wir sehen uns im nächsten Video. Sagt mir mal, welche Farbkombination euch gefallen würde oder ob wir ein Lidschatten so, wie nennt sich das, so ein Kreisel machen sollen. Ja, ich habe jetzt ein Handy, womit ich auch dieses Lotto-Spiel spielen kann, weil ich konnte es auf meiner Tochters Handy nicht downloaden, aber jetzt habe ich das S10, mit dem ich das machen könnte. Ich hatte richtig Bock da drauf, so 6 Farben und dann entscheidet das per Zufall. Habt ihr da Bock drauf? Ich schon. Bis zum nächsten Mal, ciao!